zeigt man, wie er Eier dreht. Er ist Mitglied der internationalen Fibel Yachting Master Association. Und er kann eigentlich Eier kaufen. So, was machen wir jetzt heute? Umami kennen Sie bestimmt, ne? Die sechste Geschmack. Und die kriegt man aus normales Lebensmittel auch richtig Umami. Was ich heiß gebraten habe, kann ich an der Rand schicken. Das ist die Wahrheit. Let's go.
Reisnudeln saugt ja viele Flüssigkeit rein. Jetzt haben wir schönes Oystersauce. Ja, 40% Oyster. Ganz gute ist auch die Sojasauce. Es gibt immer unterschiedliche von der Sojasauce. Ganz wichtig, nehmen Sie immer zu Braten helle Sojasauce. Dunkle Sojasauce ist meistens nur um die Farbe zu machen und zu schmorgerecht. Sehen Sie auch die Farbe. Das ist dunkel, das ist ein Ding. Nehmen Sie einfach ein bisschen Sojasauce dazu, aber nicht zu viel. Überall, wo ein Panda mehr drauf ist, sind keine Zusatzstoffe. Und dann zum Schluss. Jetzt meine Favorite ist XO-Sauce. Ja, weil ich überall Events mache, sage ich auch, diese Gericht heißt das XO-Garnelen. Das sind überall getrocknete Schrips und getrocknete Jakobsgeschütze. Und zwar sehr, sehr originales Rezeptur, direkt aus Hongkong. Jetzt haben wir schöne Dienstleistungen. Jetzt ist der Highlight. Das ziehen wir einfach in die Mitte. Da richten wir mit 30 Grad zurück. Dann zum Schluss tun Sie die Babyspinat. Schönes Schafsanbraten. Babyspinat brauchen nur kurz leichte Hitze, um das durchzuladen. Oh, Schluck Wein dazu ist natürlich amazing. Yeah.